Mit mir bis 2023, mit Nobby jetzt im Feiertagsmagazin. Gegner: Dortmund empfängt Frankfurt zum Topspiel. Gänsehaut: Marc Bartra wird mit großer Geste verabschiedet. Goalie: Zu Gast im Feiertagsmagazin Roman Bürki. Hallo und herzlich willkommen bei eurem Feiertagsmagazin. Letzte Woche Leipzig, diese Woche Frankfurt. Ein Spitzenspiel jagt das andere. Es geht gegen die Eintracht, die punktgleich mit unseren Jungs auf dem vierten Tabellenplatz steht. Und es ist mal wieder ein sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel um die Plätze in der Champions League. Die letzten sechs Spiele zu Hause gegen die Eintracht konnten wir allesamt gewinnen. Ein gutes Omen. Sie waren aber auch alle sehr umkämpft. Ja, tolle Bilder, aber ein Selbstläufer wird das morgen gegen die Eintracht sicherlich nicht. Da wirst du mir recht geben. Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast. Roman Bürki ist mal wieder bei mir. Erste Frage, Roman. Zuletzt gab es daheim immer Siege gegen die Eintracht. Aber das Hinspiel hat auch gezeigt, nach einer 2-0-Führung, am Ende 2-2, ist Eintracht Frankfurt einfach schwer zu bespielen. Ein schwieriger Gegner. Was macht die Eintracht so unbequem? Ich glaube, sie haben einen sehr guten Trainer, der genau weiß, die Mannschaft, seine Mannschaft einzustellen darauf, wie der Gegner dann auch spielen wird. Es stimmt, die Eintracht ist ein sehr schwerer Gegner. Trotzdem glaube ich, wir haben die größere Qualität im Team. Und das Wichtigste ist einfach, dass wir die auch auf den Platz zeigen und auf den Platz bringen. Und so als Mannschaft auch auftreten, und dann bin ich überzeugt, dass wir zu Hause mit unseren Fans im Rücken drei Punkte holen. Weißt du eigentlich, wie oft du gegen Frankfurt schon zu Null gespielt hast? Also es fällt mir jetzt nicht, ich würde sagen, wahrscheinlich noch nie. Wie noch nie? Ich weiß nicht, ich kann mich gar nicht daran erinnern. Du hast recht. Ja. Aber das wirst du morgen ändern. Ich hoffe, ja. Ich hoffe, wir werden alles dran setzen. Ja. Also, die Eintracht ist wirklich nicht dein Lieblingsgegner, aber in unserem Fragenkonto wollen wir uns jetzt mal mit Lieblingsdingen beschäftigen. Fünf kurze Fragen, fünf kurze Antworten. Auf geht's. Dein aktueller Lieblingssong? Ich höre so viel Musik, ich habe da keinen einzigen Song, der... Welche Richtung? R&B, Hip-Hop, so. Ja. Okay. Deine Lieblings-App auf dem Handy? Die BVB-App. Oh! Dein Netradio zum Beispiel, ne? Sollten wir den Schiedsrichtern auch mal aufs Ohr legen, so wie du spielst, ne? Ja, vielleicht. Manchmal habe ich echt gute Ideen. Deine Lieblings-Eiscreme? Pistazie. Deine Lieblingssportart neben Fußball? Eishockey. Dein Lieblingsplatz in Dortmund? Mein Zuhause. Ah, schön. Dein fester Platz ist auf jeden Fall da unten, ja, natürlich. Im Tor, ist auch schön, zwischen, ja, den Pfosten. Darüber sprechen wir gleich. Vorher aber noch ein kurzer Einspieler über unseren Schweizer Rückhalt. Roman Bürki, unsere Nummer 38, im Tor die klare Nummer 1. Seine Zahlen sprechen für sich. Niemand spielt in der Liga häufiger zu Null. Keiner vereitelt mehr Großchancen.
Roman kann große Spiele mitentscheiden. Das hat er mehrfach bewiesen. Unsere Nummer 38, ein erstklassiger Rückhalt. Ja, im Beitrag ist es kurz angeklungen, 9-mal bereits zu 0. Kein Keeper in der Liga hat momentan mehr. Deine Bundesliga-Bestmarke liegt bei 12 Spiele zu 0. Was traust du dir diese Saison zu? Was ist dein Ziel? Ja, ich hoffe natürlich, dass wir das noch schaffen, die 12 oder dann auch noch eins oder zwei mehr. Das wäre natürlich der Wunsch von uns allen, weil das heißt dann auch, dass wir diese Spiele nicht verlieren. Und wir immer für ein Tor gut sind, also das wäre natürlich dann der Optimalfall, ja, dass wenn wir jetzt noch so eine Serie hinlegen könnten. Ja, ähnlich der Torjägerkanone gibt es ja auch für die Keeper einen besonderen Pokal für den Keeper, der die am meisten zu Null Spiele hat. Und wäre das nicht auch ein persönlicher Anreiz für dich nach 2009 und 2011 diesen Pott mal wieder nach Dortmund zu holen? Ja, auf jeden Fall wäre es was Schönes. Trotzdem geht es mir jetzt eher darum, dass wir einfach die Spiele gewinnen, die Punkte holen, um uns direkt für die Champions League zu qualifizieren. Weil das ist, glaube ich, schon das größte Ziel. Aber ich glaube, da das beides auch ein bisschen miteinander verbunden ist, dass wenn wir zu Null spielen, sicher immer punkten, dann wäre das natürlich noch ein schönes Tüpfchen auf dem I. Momentan hast du bei fast jedem Spiel eine neue Viererkette vor dir. Wie wirkt sich auf das Spiel aus? Wir kommen eigentlich sehr gut klar miteinander, alle. Ich glaube, es harmoniert auch. Ich glaube, einmal hat Manu mit Ömer gespielt, einmal dann wieder Ömer mit Papa und dann Papa wieder mit Manu. International können wir ja genau, nicht einsetzen. Müssen wir genau auch ein bisschen wechseln. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen kommen alle gut miteinander klar. Auch ich glaube, man hat auch gesehen, dass wir hinten eigentlich oft die Zweikämpfe und so auch gewinnen, was sehr wichtig ist, auch für das Selbstvertrauen. Und das Einzige, was uns ein bisschen gefehlt von den Defensivspielern, ist die Torgefährlichkeit bei Standards und so. Dass deine Torgefährlichkeit, die lässt auch zu wünschen. Ja, die lässt auch zu wünschen, liebe ich. Ich kriege jetzt wenig Chancen, aber nein, das haben wir auch angesprochen und da werden wir jetzt auch sehr großen Wert drauf legen. In der Rückrunde habt ihr nach Hertha die zweitwenigsten Gegentore in der Liga bekommen und sicherlich natürlich auch ein Verdienst mit von dir, so auf die weiße Weste. Was hat sich denn generell verändert im gesamten Defensivverbund im Vergleich zur Hinrunde? Ja, wir haben natürlich auch einen neuen Trainer gekriegt, der eine andere Philosophie pflegt und für uns das Spiel eigentlich in der Defensive auch einfacher gemacht hat, weil wir wirklich uns auf erster Linie darauf konzentrieren, hinten nicht kein Risiko einzugehen, sondern klare Aktionen zu schaffen und wir auch uns bewusst sind, dass wir nicht von hinten die Risikopässe spielen müssen, sondern dass die Leute dann in der zweiten und dritten Reihe dafür zuständig sind, die Risiko zu nehmen und eher in der gegnerischen Hälfte auch Risiko zu nehmen. Und ich glaube, das hat uns Stabilität gebracht. Und natürlich auch viel Druck, der auch ein bisschen weg ist, wirklich da immer diese Risikopässe spielen zu müssen, dass wir den nicht haben, sondern wie gesagt, dass wir uns auf unsere Aufgabe, und das ist das Verteidigen, konzentrieren können. Wir kommen jetzt zu unserer Rubrik. Sag doch mal, und diesmal haben wir eine Frage an dich, was dein Torwartspiel betrifft. Roman Bürki, ein Meister seines Fachs im 1 gegen 1. Aber sag doch mal, was geht dir eigentlich kurz vor diesen Spielsituationen durch den Kopf? Ja, das würde mich allerdings auch mal interessieren. Ja, es ist eigentlich immer dasselbe. Ich habe erst gerade wieder darüber nachgedacht, die Aktion gegen Leipzig, als Timo Werner alleine auf mich zuläuft. Für mich hatte immer früher immer so ein bisschen das Problem, dass ich in diesen Situationen ein bisschen Rücklage hatte und dann nicht mehr richtig reagieren konnte. Und ich glaube, das ist für mich das Wichtigste, dass ich dann immer mir noch mal kurz davor sage,
bleib einfach ruhig stehen und reagiere und mit dem Körpergewicht eher nach vorne auf den Vorderfüßen, weil du dann viel besser und auch schneller reagieren kannst. Auch wenn der Spieler zum Beispiel versucht, dich zum Laufen oder zum Dribbeln, hast du immer das Gewicht vorne und kannst reagieren. Also ich sage mir da innerlich eigentlich immer, bleib lange stehen und das Körpergewicht eher auf die Vorderfüße verlagern. Wir haben die Situation ja gerade noch mal gesehen. Manchmal sieht das so ein bisschen unorthodox aus. So ehrlich muss man ja sein, wie du die Bälle auch abwehrst. Ist das der Situation geschuldet oder hast du da einen antrainierten Bewegungsablauf? Nein, also ich glaube, ich weiß, welche Situation du meinst, auch gegen Leipzig mit dem Fuß. Da war eben genau das, was ich mir jetzt in den letzten Spielen auch wieder mal gesagt habe, nicht der Fall, sondern ich hatte Rücklage und bin nicht lange genug stehen geblieben, war schon auf dem Weg in eine andere Ecke und konnte dann nur noch mit dem Fuß irgendwie versuchen, den Ball abzuwehren. Zum Glück hat es geklappt, aber das ist eigentlich so, wie es nicht unbedingt sein sollte. Also das ist nicht der Optimalfall. 1:1-Situationen, die kann man ja im Training simulieren. Aber der Druck ist im Spiel ja ähnlich wie beim Elfmeter etwas ganz anderes. Wie bereitest du dich darauf vor? Ja, ich habe mir eigentlich immer sehr viel Druck gemacht vor dem Spiel. Manchmal zu viel, dass ich wirklich... Es gab auch Situationen, da habe ich mich gar nicht mehr richtig so gefreut aufs Spiel, weil ich mir wirklich so viel Druck gemacht habe und gedacht habe, ey, hoffentlich mache ich keinen Fehler. Ich glaube, dann kann man auch nicht mehr gut spielen. Genau, ne? Dann bist du ja im Kopf nur noch damit beschäftigt, alles 100%ig richtig zu machen. Das war halt wirklich auch in dieser Phase, als es mir wirklich auch nicht gut gelaufen ist und auch der ganzen Mannschaft nicht, da habe ich irgendwie auch so ein bisschen den Spaß verloren. Ich war froh, dass ich dann durch ein neues Ritual so wieder zur Stabilität gefunden habe und dann kam auch wieder die Lockerheit und die Freude an die Spiele, aufs nächste Spiel, auch wenn mal ein Spiel nicht so gelaufen ist, zum Beispiel wie gestern, dann hängt das jetzt nämlich nicht mehr so lange an mir, sondern denke ich einfach, wir haben jetzt in 3 Tagen schon wieder ein wichtiges Spiel und dann fokussiere ich mich eigentlich schon wieder auf das und versuche mit Freude ins Training zu gehen, auch wenn wir verloren haben. Klar ist dann nicht immer dieselbe Stimmung dann im Trainingszentrum, aber das ist auch gut so. Aber für mich ist das wichtig, dass ich immer jeden Tag einfach Freude habe an dem, was ich mache. Und von dem her versuche ich jetzt auch nicht mehr mir zu viel Druck zu machen, sondern ich nehme es, wie es kommt und ich versuche mich einfach gut vorzubereiten. Ja, jetzt, du weißt es gibt wieder den Zweikampf Nobby gegen Roman. Unorthodoxe Szenen bekommen wir jetzt zu sehen und wer sich da durchsetzen wird, ich bin gespannt. Lachender Dritter, weinender Dritter. Wenn du das jetzt schon mal so machst, dann nehme ich das andere. Weinender Dritter. Es steht einfach. Was macht er denn? Das ist ja deine Zeit. Kopfschmerzen, Knieschmerzen. 3, 2, 1. Oh Gott. Batsch. Wir haben beide nicht recht, leider. Schade, ich führe weiter in 1:0. Rot Herget, Rot Pagelsdorf. War das ein Foul von Matthias Herget oder Pagelsdorf? Okay, 3, 2, 1. Jetzt, das war ein Foul, das war eine Tätigkeit.
Oh. Frank Pagelsdorf kriegt die rote das Karte. Das war doch davor schon eine Tätigkeit, als er ihm auf den Kopf geschlagen hat. Ja, aber dann hat er nochmal zugebracht. Ja, was soll ich jetzt sagen? Also, es ist nicht so heute ein Tag, ne? 2-0 gegen mich verloren. Ja, ich glaube, du kannst die Punkte gebrauchen, oder nicht? Ich kann sie natürlich gut gebrauchen. Ja. Aber es steht inzwischen 43 zu 36. Naja, Qualität scheint sich doch am Ende des Jahres sich endgültig doch durchzusetzen. Ich vertraue auf meine Kumpels, die da noch kommen. Die ja, bin mal gespannt. Ja. Oder auf den Spielmodus, kannst du dich ja auch noch drauf verlassen. Am Donnerstag war Marc Bartra hier beim Spiel gegen Salzburg. Und es war, ich glaube, für alle eine besondere Situation. Für die Zuschauer, für die Kollegen, für Marc. Und das schauen wir uns natürlich noch mal an. Alles Gute für unsere ehemalige Nummer 5, Marc! 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 Mit der Nummer 10, Marco! Zu dem Platz verlassen, hast bist du ja noch zu Marc gelaufen, hast kurz mit ihm gesprochen. Was hast du ihm gesagt? Ja, als erstes natürlich, dass ich mich riesig freue, ihn nochmal zu sehen. Wir haben sehr viel durchgemacht, schwierige Situationen und auch wunderbare Momente, wenn ich da ans Pokal, an den Pokalsieg denke. Mhm. Und er war natürlich auch emotional. Ich habe auch persönlich oft viel mit Marc gemacht. Durfte auch auf seiner Hochzeit dabei sein in Barcelona. Und, wir waren sehr eng und gut befreundet und deshalb war es sehr schön, ihn nochmal zu sehen. Und natürlich habe ich ihm auch alles Gute gewünscht, aber wir werden uns bestimmt wieder sehen. Was für einen Typen hat der BVB mit Marc Bartra verloren? Ja, eine sehr aufgestellte Person. Einer, der eigentlich immer alles gibt, im Training auch, keinen Zweikampf scheut, wirklich arbeitet, ein Arbeitertyp und der auch menschlich natürlich perfekt zum BVB gepasst hat. Er ist ein emotionaler Typ, ist auch immer für andere da, wenn es irgendwas zu helfen gab oder war immer da, hat immer angeboten, seine Hilfe angeboten und das ist wirklich nicht alltäglich im Fußball, dass du solche Typen triffst und ja, es glaube ich hat jeden Spieler so ein bisschen wehgetan, dass das Marc gegangen ist. Aber das Leuchten der Augen am Donnerstag, das haben wir alle gesehen, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch Kontakt gehabt vor dem Spiel, dass er nochmal kommt. Und er hat gesagt, er freut sich riesig, uns alle nochmal zu sehen. Und ich glaube auch, dass er das mehr als verdient hat. Wie gesagt, was er auch alles erlebt hat mit dem BVB, diese Verabschiedung vor der gelben Wand und den ganzen Fans. Wir werden ihn auf jeden Fall als super, 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 super Typen in Erinnerung behalten. Und ja, irgendwie ist es so, so schön es war, hat es aber auch wehgetan. So ein bisschen. Ja, auf jeden Fall. Auch jetzt, als ich die Bilder nochmal gesehen habe. Ich glaube, Marc ist auch sehr nahe gegangen. Aber trotzdem, ich glaube, er hat mir auch gesagt, er fühlt sich wohl jetzt auch wieder in Spanien zu sein. Ja, mit seiner Familie, man muss es verstehen, ja. Auch. Ne? Ja. Genau. Wir freuen uns jetzt auf die Partie morgen gegen Eintracht Frankfurt. Du holst dir auf jeden Fall die 10. weiße Weste, das versprichst du hier? Jetzt? Ich verspreche, dass ich alles dafür mache. Ja. Nee, das reicht mir nicht. Ich verspreche ungern Dinge, die ich nicht alles selber in der Hand habe, aber ich versuche alles dafür zu tun. Ne? Uns wird es auf jeden Fall freuen. 10. Mal die weiße Weste und dass du keine Buden reinkriegst. Schön, dass du dir Zeit genommen hast, heute gerne, zu uns zu kommen. Ja. Vielen, vielen Dank. Danke. Vielen Dank nochmal für die 2 Punkte, die du mir auch noch beschert hast. Ne? Du wolltest mir garantiert auch noch gratulieren, aber das können wir ja gleich noch machen. Das war's. Ihr drückt bitte zu Hause unseren Jungs die Daumen, dass wir das wirklich wichtige Spiel gegen Eintracht Frankfurt gewinnen. Das war's heute von eurem Feiertagsmagazin. Wir sehen uns bald wieder.
den Roman morgen im Stadion und mich beim BVB Total. Tschüss, macht's gut. Ciao. Bis dahin, tschüss. Euer Nobby und der Roman.